Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Foundation mit eurem Bober. Servus. Jo, gestern hat es leider wirklich nicht geklappt mit dem Part, den ich gehofft hatte, doch hochladen zu können. Aber ich habe es ja am Samstag bereits angekündigt, dass ich den Sonntag wahrscheinlich ausfallen lassen muss. Lag einfach daran, dass ich mit Junior unterwegs war und ich konnte leider zeitlich das nicht ganz stemmen, dass ich das vorher schon aufnehme. So, ich gehe gleich mal hier wieder auf die 3 Geschwindigkeit. Ich habe jetzt halt gerade noch einen Gesandten hier weggeschickt und habe die Bewohner gleich mal versorgt hier mit Brot. Das heißt, da war alles tutti tutti. Hier wird gerade noch fleißig gebaut. Das war Kräutergarten. Was war das nochmal? Klosteranzünder. Was war das? Kräutergarten, genau, den Kräutergarten stelle ich da gerade noch her und es sind ja hier noch diese 2 Gebäude in der Mache. Den Kräutergarten würde ich jetzt halt mal innerhalb von dem Kloster auch priorisieren, dass da zuerst gebaut wird. Der braucht nämlich nur 5 Steine und das bringt Relike auch schon, Relay, keine Ahnung, wie das jetzt, wie der Name jetzt genau ist. Jedenfalls sollte ich, wenn ich mich nicht täusche, hier dann auch Mönche oder irgendwas reinbringen können, die sich dann um den Garten kümmern. Das wäre natürlich super, wenn das läuft, ne? So, es fehlt ein paar Dorfbewohnern am Haus. Ist ja auch in Ordnung. Wird schon noch kommen. Weil ich muss einfach vorher, und das wisst ihr auch, die sind nämlich alle recht unzufrieden, denen fällt es tatsächlich an Essen, an Glaube. Von daher muss die Taverne fertig werden und ich muss schauen. Wohnhaus wird ausgebaut, das ist cool. Dieses hier. Dann sollte doch eigentlich... Es ist auf jeden Fall mehr Platz für Leute, ne? Das auf jeden Fall. So, warte mal, wo ist denn jetzt mein Kräutergarten? Der Kräutergarten, ah. Stellt Kräuter aus her. Ja, geh noch mal hin. Der ist auf jeden Fall fertig. Mönch kann ich anscheinend keinen reinholen. Wo war das nochmal? Also priorisiert ist es ja komplett. Das ist hier nur Bau. Und Gebäudeteile. Ja, die sind halt... Ja, ich kann da zu dem Kräutergarten niemanden zuweisen. Ich muss tatsächlich warten, bis dieses Ding hier komplett gebaut ist. Also dieser Anbau hier und alles. Und dann habe ich ja noch vor, wir brauchen die Imkerei. Vielleicht muss ich von dem hier nochmal eine Abtei oder was bauen. Weil das ist ja so das Hauptgebäude, ne? Dass ich vielleicht hier hinten nochmal eine Abtei mit hinstelle. Die ist jetzt zu weit weg. Aber ich könnte sie zum Beispiel daher setzen. Und dann müsste das doch normalerweise ausreichen, dass wir da noch Mauer rumziehen und da vielleicht einen Imker hermachen. Ja? Ich würde sagen, den bauen wir mal noch mit. Die Abtei, die machen wir mal noch mit. Da setzt man natürlich auch eine Tür dran, das ist klar. Wie kommt man sonst rein? Haben wir eine große Tür? Oder eher sowas? Warte mal, die setzen wir daher. Hätte ich gesagt. Die setzen wir daher. Können wir das noch eins niedermachen? Ja, warum nicht, ne? Warte mal, kann ich hier auch... Weingut, Bienenzucht, Weinberg... Kreuz passt hier... Oh, hier passt sogar ein Kreuz her. Aber diese Glasscheiben haben wir nicht, ne? Aber ist egal. Wir machen den Bau jetzt halt auch mal. Ich weiß, es läuft jetzt alles ein wenig über und schon, zack, brauchen wir wieder mehr Steine. Aber es... Wir brauchen es halt einfach. So, wir könnten, weil wir haben ja da unten das Lager mit den normalen Steinen. Wir könnten da jetzt eigentlich sagen, wir stellen noch einen Steinmetz her, der dann quasi die Steine gleich mal mit versorgt. Und ich bin schon wieder ganz woanders. Ne? Eigentlich wollte ich ja das Essen ein bisschen ausbauen. Das wäre eigentlich so eher mein Ding gewesen. Warte mal, das möchte ich zum Weg hinsetzen. Mal kurz drehen. Ich würde es nämlich gerne sehen, wie das da platziert ist. Aber ich kann das halt nicht höher machen. Ne?
das Blöde. Aber warte mal, ich habe ja da einen Holzfäller stehen. Irgendwie habe ich, wie habe ich das jetzt gemacht? Ach so, okay. Und setzen wir zu dem Holzfäller den Steinmetz dazu. Ich denke, das ist gut so. Die glitschen ja nicht ineinander. Und dann kann der Steinmetz nämlich auch gleich die Steine verarbeiten. Das ist gut. So, dann kümmern wir uns mal essenstechnisch. Wir haben ja mittlerweile recht viele Kühe, oder? Aber trotzdem nur sehr begrenzt Milch. Wir haben so viele Schafe, aber haben trotzdem nur begrenzt an Wolle, ne? Das ist natürlich schon auch seltsam. Ja, ich weiß, dass es euch an Häusern fehlt. Warte mal, ich habe doch hier... Da. Da habe ich noch eine Molkerei. So. Da habe ich noch einen Milchbauernhof. Ja, eigentlich sind doch die voll ausgelastet, würde ich sagen. Aber die kommen trotzdem nicht hinterher. Es wird einfach zu schnell verkauft. Vielleicht machen wir es so, dass wir hier unten nochmal Milchindustrie mit hermachen. Machen wir es mal zu. Milchbauernhof. Machen wir die nach den Lagern vielleicht. Machen wir mal zwei Stück. Da einen und direkt daneben einen. Na komm. Gib mir Gold. Ja, gut. Dann lassen wir die ausbauen, dass hier unten noch ein wenig Kühe rumhüpfen. Und normalerweise sollte das dann auch kein Problem sein, dass die das damit versorgen. Aber ich habe, glaube ich, nicht so viele Speicher, ne? Wie ich gerne hätte. Brunnen hier mittendrin, gut. Da ist noch der Markt, da werden Häuser gebaut. Also im Grunde sind wir haustechnisch doch auch ganz gut aufgestellt, ne? Ich muss mal wieder die Zonen anmachen. Vielleicht auch die Beliebtheit, Produktivität. Machen wir mal Wohngebiet. Ah, jetzt. Also gut, es ist auf jeden Fall grün, da wo Wohngebiet ist. Ne, würde ich mal sagen. Hier jetzt hat weniger, stört jetzt aber überhaupt nicht. Da ist auch knallegrün, das ist wahrscheinlich wegen dem Vogthaus. Wolle, Kühe. So, die Balance vom Spiel ist meines Erachtens etwas schwierig. Weil ich eben nicht genau weiß, wie und was. So, ich werde natürlich meine Truppen lossenden. Schon. Oren, Willy und Brian senden. So, ich habe es ja auf volle Kanne laufen. So, Fruchtbarkeit. Ich weiß nicht, warum Fruchtbarkeit angezeigt wird. Es ist ja überall fruchtbarer Boden eigentlich, ne? Leuchtet es auch für... Ah, okay. Ich dachte mir jetzt schon irgendwie... zeigt es nicht an. So, Eisenerz haben wir ja einmal. Na komm, schalt um. Da haben wir kein Eisenerz. Da haben wir auch kein Eisenerz. Wir haben nur ein Eisenerz hier. Und hier haben wir auch kein Eisenerz. Ich kann leider nicht weiter wegzoomen, aber ich schaue nochmal. Okay, hier hätten wir noch Eisenerz. Das ist aber noch sehr weit weg. Ich gehe mal hier ein bisschen rüber. Da haben wir noch Eisenerz. Es ist schon etwas näher. Das ist noch weiter weg. Also wenn... Da. Boah. Die sind alle noch recht weit weg. Finde ich. Ich finde tatsächlich, die sind noch zu weit fort. So, dann mache ich das einmal wieder raus. Da habe ich die Kuhfarmen. Die gehen auch relativ schnell.
Vermutlich haben wir die bald fertig. Ich halte die jetzt halt auch mal hier oben, dass wenn ich sehe, dass die fertig sind, dass ich dann gleich einen Landwirt quasi reinsetze. Ein Gesandter. Wem werde ich denn helfen? Dem König auf jeden Fall nicht. Dem Klerus in dem Fall. So, können wir auch sogar abschließen sofort. Okay, wir haben auch noch richtig viel Geld. Die Kirche ist langsam am Entstehen. Es ist komisch, dass die Kühe nicht irgendwie auch Weizen oder so brauchen. Oder brauchen die Kühe Weizen? Ich krieg das bloß nicht mit. Wo sind jetzt mein anderer Kuhdingsbums nochmal da? Der Milch? Käse? Ach so, das ist die Käserei. Hier. Produziert Milch, aber die brauchen jetzt nicht wirklich Heu. Oder Stroh, ne? Ein Unglücklicher. Einer geht, zwei kommen. Das ist ja die ganze Zeit schon so. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch nochmal hier ein bisschen an. Wobei ich natürlich gerne das Kloster erst einmal fertig haben möchte. Ne? Das wäre schon ganz gut. Gebäudeteile, können wir irgendwas priorisieren? Das Gold. Das vielleicht, dass wir das priorisieren. Für das Kreuz braucht man Gold. Für die Tür braucht man Gold. Okay, also hier werde ich jetzt erst einmal nichts basteln. Wohnhaus, komme ich da hin? Jawohl. Das da müsste sein dann. Ich höre das Geld klappern. Klappern und klimpern. Jetzt, wenn ich mir aber noch Häuser herstelle, dann kommen noch mehr Bewohner und das Essen reicht jetzt eh schon nicht, ne? Gebäude, Sammlerhütte. Okay, dann können wir hier nämlich gleich nochmal Sammler her. Und hier dann auch. Gut. Dann muss ich nur noch den Abbau machen, weil sonst rennen die nämlich da sonst wohin. Mal, ich habe ja gar nicht den Abbau für die Steine gemacht. Und? Jawohl, gut. Ist es noch innerhalb? Dann hätten wir da nämlich noch Stein. Und wir hätten da noch Stein. Noch irgendwas abbaumäßig. Das wird abgebaut. Weil das hatte ich nämlich auch schon mal, dass die dann kilometerweit gelaufen sind, weil die Abbauzone einfach nicht eingezeichnet war. So, aber ansonsten passt das alles, würde ich sagen. Okay, Wohngebiet möchte ich nicht machen, wie gesagt. Aufforstung auch nicht. Verbotenes Land weiß ich nicht, was das ist. Also ich weiß nicht, ob ich damit Wege einzeichnen kann oder was weiß ich. Ich könnte aber bei der Arbeitsliste vielleicht hier ein paar Arbeitslose noch als Baumeister einstellen. Die sind glücklich, das ist gut. Jeder, der glücklich ist. So, der da noch. Gut, jetzt müsste ich eigentlich einiges an Bauer, Bauer, Bauer. Relight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ist die Lydia. 13, 14, 15, 16,
14. 14 sind es, 14 Baumeister. Da kommt ein 15, der geht auch noch. Es sind auf jeden Fall viele unterwegs, die dann auch dementsprechend das ausführen können, was ich möchte. So, da können wir gleich mal hier 1, 2, 3, 4, machen wir mal 5. So, und jetzt geht es nämlich auch, glaube ich, ein bisschen zackiger, wenn wir die Leute dementsprechend zugewiesen haben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit der Milch hinhaut. Eisenerz haben wir ja. Werkzeuge braucht man natürlich immer wieder, das ist klar. Warum müsst ihr jetzt gerade euch hier rumtingeln? Wohnhaus, Wohnhaus. Also hier tut sich schon einiges jetzt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, bloß weil ich ein paar Baumeister noch eingestellt habe. Da gucke ich mal jetzt. Alles ist gut. Ich stecke fest. Ach gut, er läuft. Okay, die laufen doch. Alles klar. Wohnhaus. Da warten wir noch. Wir schauen mal ganz kurz in unsere Arbeitsplatzliste rein. So, Förster könnten wir auch immer wieder zuweisen. Holzfäller brauchen wir nicht unbedingt. Weil da haben wir echt genug Holz, wenn ich mir das so anschaue. Hier 2500. Das, was wichtig ist, das sind halt immer noch die Träger auf jeden Fall, die ihr Zeug abholen. Und natürlich auch die, die Essen herstellen. Lebensmittelstand, los, Luxusgüter haben wir noch nicht. Jetzt ist nur die Frage, ist denn der Luxusgüterstand, Moment, da gucken wir mal hin. Das ist der hier. Bärenfisch hier. Honig, Kräuter. So, wir können jetzt eigentlich auch Kräuter anbieten, oder? Kräuter. Wir machen halt einfach mal Kräuter mit rein. Dann schauen wir mal schnell zum Kloster. Eieiei. Wir haben doch Gold. Da müssen wir halt echt immer im Auge behalten, ne? Schreiner, Weber, Bauer, nochmal ein Bauer. So, als nächstes schauen wir, dass wir noch Schreiner herkriegen. Und okay, Soldaten haben Holzfäller, brauchen wir nicht wirklich, haben wir gesagt. Milchbauernhof. Da haben wir. Jetzt habe ich keine mehr, ne? Okay, halten wir es mal im Auge. Da habe ich jetzt 5, da werde ich nochmal 5 reinpacken. Weil dann, jetzt hier geht es nämlich schon ein klein bisschen nach oben. Aber habe ich hier auch einen Speicher? Speicher. Speicher. Eisenmine. Ich habe hier keinen Speicher, ne? Aber ich könnte einen Speicher herbauen, das wäre ja auch eine Idee. Weil irgendwo müssen wir das Zeug auch lagern. Ich mache das jetzt einfach mal daher. Priorisieren natürlich sofort. Da müssen wir jetzt halt warten, bis wieder Dorfbewohner da sind. Also Arbeiter haben wir jetzt genug auf jeden Fall, ne?
Das ist halt ratzfatz voll, ne? So, wem helfen wir? Dem eigenen Volk. Das heißt, wir müssen Fisch bevorraten. Ist das Fisch? Ja. Ups. Gut, dann hätten wir den nämlich auch für auch aufgefüllt. Gut. Ist versorgt. Der Speicher, sie bringt 5 Steine. Das heißt, der Speicher wird dann auch gleich fertig sein. 4 entscheiden sich zu bleiben, das ist doch cool. Allgemein. Kräuter haben wir noch nicht. Ich vermute tatsächlich, dass die Kräuterproduktion erst losgeht, wenn das alles fertig ist. Jetzt ist nur die Frage, Werkzeuge haben sie, aber Gold natürlich nicht. Müssen wir abwarten. Es geht nicht anders. Diese Woche wurde nichts verkauft. Wohnhaus. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das mit dem Essen rumkriege. Hier mal Milch. Wo ist Milch? Ah, wir könnten hier Kräuter reintun. Dann könnten wir hier natürlich Milch reintun. Essenstechnisch, Beeren haben wir natürlich sehr viel, was wir machen können. Und insofern würde ich sagen, jawohl, haben wir gleich alle 4 Träger. Yep, und jetzt läuft hier auch ein bisschen mehr Milch, ne? Und dann könnten wir sagen, dass wir hier auch noch Käse reintun. Dann wäre der Speicher auf jeden Fall schon mal ganz gut gefüllt. Das sind Wohnhäuser, ne? Einfach. Yep. Das ist so mein erstes Dorfzentrum. Ja, bei Fisch hapert es halt auch, ne? Ja, wie viel Fisch, wie viel Angler soll ich denn noch machen, ey? So. Dann könnte ich sagen, 31 Holz hat es hier drin. Eigentlich könnten wir die Holzfäller wegtun. So. Die Holzfäller sind jetzt erst einmal arbeitslos. Stein läuft auch. Gebäude ver... Oh, verdammt nochmal. Die Dorfkirche, das war... Die war hier irgendwo. Ich komme leider nicht schneller hin, wenn es mich dahinter portet. Dann
könnten wir. Ne, da ist ein Brunnen. Ich meine, in die Verziererei, wenn ich jetzt noch gehen würde, ne? Dann würde ich wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Prime, senden. Okay. Die sind langsam fertig. Gut, damit sind sie fertig. Einstellen, einstellen, einstellen. Gut. Dann machen wir hier Beeren. Wir machen hier Fisch. Wir machen Käse. Brot. Und das war's schon, ne? Quasi viermal Lebensmittel. So, wir können jetzt bearbeiten. Wir können jetzt einen Warenstand machen. Warum nicht? Machen wir zwei Warenstände. So. Dann fehlen uns ja noch die Schilder für den Lebensmittelstand. Einmal. So, Moment. Da brauchen wir auch noch eins. Dann brauchen wir hier Schild für den... Oh ne, warte mal. Ein blaues Zelt und ein rotes Zelt. Oh, ich höre das Geld klimpern. Machen wir hier noch ein Schild hier für den Warenstand und hier noch einen für den Warenstand. So, und wenn das dann alles gemacht ist, dann machen wir... zwei so Bänke vielleicht reinstellen. Das vielleicht hier weiter vorne. Zack. Bau, was fehlt mir? Farbkosten 200 habe ich gerade noch so. Weißt du? Zierbaum. Einmal. Zweimal. Gehört ja auch dazu, ne? Das darf man nicht vergessen. Ach komm. Na also. Zypressen. Machen wir doch mal eine rechts und links des Eingangs. So. Dann hätten wir noch einen Pflanzenbogen. Oh, schön. Hier direkt an die Tür. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Zierbaum da so auf die Seite. Also in dem Detailarbeiten kann man sich rein theoretisch echt verlieren, ne? Passt, dann lassen wir das jetzt erst einmal wachsen. Wachsen und gedeihen. Ja, ein unglücklicher Dorfbewohner, wieder mal. Wir haben hier auf jeden Fall 30, 30, 30, 30. Der wird noch ausgebaut. Eieiei. So, dann priorisieren wir die zwei einmal. Passt. So. Jetzt würde ich sagen, lasse ich das erst einmal ein bisschen laufen. In der Hoffnung, dass sich das hier ein bisschen verändert. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon einiges mehr Milch. Dementsprechend wird wahrscheinlich der Käse auch natürlich gut. Aber schaut euch das an, hey, 16.000.
Also irgendwie muss es doch da einen Tilt geben dann. Also irgendwie spätestens bei, keine Ahnung, 20 oder 25.000 müsste es doch heißen, ey, Alter, du bist sowas von bankrott, der König lässt dich enthaupten und hängen. Du kommst an den Marterpfahl, was weiß ich. Aber es ist hier immer noch, na, Gold ist immer noch vertreten. Na gut, das nächste Mal, ich lasse jetzt einfach das mal ein bisschen rennen. Ich lasse es jetzt einfach mal ein bisschen rennen und beobachte mal die ganzen Werte. Und dann sehen wir, was sich weiterhin draus ergeben wird und wo wir weitermachen. So, Fisch, tun wir das mal schnell bevorraten. Also klar, wenn ich jetzt einen Gesandten habe oder wenn ich die Soldaten losschicken soll, dann mache ich das natürlich, weil wir wollen ja schauen, dass wir Geld reinkriegen. Und dann überlege ich mir, wie wir hier noch ein bisschen weitermachen, wo ich vielleicht noch was anlege, um noch mehr Essen herzubekommen. Okay, für heute war es das auf jeden Fall. Beim nächsten Mal, wie gesagt, hoffe ich, dass wir hier ein bisschen weiter tüfteln können und vielleicht auch den Imker oder sowas herstellen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Entschuldigung. Zum Abschluss nochmal ein Bäuerchen. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine schöne Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit reinschaut. In dem Sinn, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.